Japan hat gezeigt, dass eine Katastrophe nicht vorhersehbar ist. Wir wollen gucken, ob die Meinung der Berliner bezüglich der Atomkraftwerke sich geändert hat. Kommt mit! Darf ich mal deine Meinung hören, was Atomkraftwerke in Deutschland angeht? Keine Ahnung. Bist du dafür? Sollen die abgeschafft werden? Egal. Wow, ist ihr egal. Ja, ich bin auf jeden Fall für jeden Schritt, der in Richtung erneuerbarer Energien geht. No, I'm not against this kind of reactor, but I think they should have more protections, you know, and they should have a plan A, B, C, D, E, just in this kind of emergency, this kind of possible catastrophe. Man sollte auf Windenergie und Sonnenenergie umschalten und möglichst ökologisch. Die Situation in Japan, hat das Ihre Meinung verändert bezüglich Atomkraftwerke in Deutschland? Nee, hat's nicht. Was steht immer dagegen? Tja, es ist ja nichts Gutes, ne? Wir sehen ja, was dabei rauskommen kann. Und Merkel soll weg. Die Merkel soll weg? Ja. Warum? Wegen der Laufzeit zum Beispiel. Wo kommst du her? Oder wo kommt ihr her? Aus der Schweiz. Aus der Schweiz. Ja. Habt ihr da Atomkraftwerke? Ja, wir hatten vor kurzem eine Abstimmung, ja, wo ein Atomkraftwerk, Mühleberg heißt es, erneuert wird. Erneuert heißt es, aber es wird etwa verdreifacht, von, ja, also die Größe. Und es wurde angenommen und das ist schrecklich. Hat sich eure Meinung bezüglich Atomkraftwerke in Deutschland verändert? Ja, sofort abschalten, obwohl ja hier nicht so Erdbebengefahr ist, ne? Aber trotz alledem... Abschalten? Ja. Nee, ich nicht. Weil? Hallo, wir brauchen Strom. Du guckst Fernsehen, was alles, du brauchst so viel Strom in der Welt und ich finde es Atom okay. Ich finde es in Japan nicht okay, weil man da weiß, es ist ein erdbebengefährdetes Gebiet. Ich war schon immer der Meinung, dass es besser ist, irgendwie auf alternative Energien umzusteigen. Und es zeigt halt immer nur, dass der Mensch gewisse Sachen, gewisse Kräfte einfach nicht in der Hand hat und damit auch nicht spielen sollte. Hier gibt es keine Gefahren, hier gibt es kein Erdbeben, hier gibt es keinen Tsunami und keine Naturkatastrophen irgendwie, die... dass es Gefahr sein könnte, dass es zu Kernschmelze kommt. Von daher finde ich es okay, hier in Berlin. Du wärst für alternativen Strom, zum Beispiel? Ja, eher. Ja. Ja, doch. Ernsthaft, jetzt auch mit den ganzen Terroranschlägen und sowas. Also, an was denkst du denn? Flugzeug reinballern und dann hat sich die Sache. Ist genau wie in Japan, nur nicht von Naturkatastrophen. Man kann es einfach nicht kontrollieren. Also es kann jederzeit irgendetwas passieren, ob es jetzt ein Erdbeben ist, ob es jetzt einfach Menschen selber verschuldet ist. Also ich glaube schon, dass jederzeit mit solchen Kräften furchtbare Dinge geschehen können, die wir einfach nicht aufhalten können. Und von daher sollte man gar nicht erst das Risiko eingehen, dass so etwas passiert. Ich bin dafür, weil ich bin... Die anderen Alternativen, es wird alles einfach nur teurer, wenn wir regenerative Energien benutzen und es, ich meine, es ist auch schon alles teuer genug und ich finde, es muss mehr als verstrahlt zu werden. Ja, bei uns ist es noch nie dazu gekommen, von wegen, ich finde es okay. Ein sofortiges Abschalten aller Atomkraftwerke von jetzt auf gleich, weiß ich nicht, ob das technisch möglich ist, aber der Ausstieg muss jetzt sofort beginnen. Ich muss euch sagen, wir müssen alle dagegen protestieren. Es wird nur dummes Zeug geredet im Fernsehen. Wir müssen jeden Tag Hand in Hand und eine Kette machen bis sonst wohin. Wir müssen alle demonstrieren, wir müssen hinfahren irgendwo und die, alle die Leute schnappen. Verstehst du? Es passiert immer wieder was. Es gibt keine Sicherheit für eure Zukunft. Ich bin alt, aber ihr seid jung. Mensch, das ist doch furchtbar. Mensch. Atomkraftwerk in Deutschland, ja oder nein? Das war heute unsere Frage. Es gab interessante und unterschiedliche Meinungen dazu. Ob das, was in Japan passiert ist, einen Einfluss auf die deutsche Atompolitik haben wird, das wird sie zeigen. Sagt uns doch eure Meinung dazu und besucht uns auf der Seite www.duhastdiemacht.de. Tschüss.